Hey Leute, heute habe ich für euch einen wirklich, wirklich coolen Trick. Also der ist wirklich extrem verblüffend. Mir gefällt er richtig gut. Er ist nicht ganz so leicht. Heißt, ihr kriegt ausnahmsweise mal nicht den Videotitel Einfacher Kartentrick. Es geht um Kartenteleportation und in diesem Video mache ich erst die Performance und im nächsten Video kommt dann die Erklärung dazu. Ich kann ihn selber auch noch nicht so lange, also ich hoffe, ich kriege das jetzt gut hin. Aber ich finde ihn einfach so cool, ich will ihn euch unbedingt zeigen. Was wir machen ist folgendes, wir brauchen nur 8 Karten von unserem Kartenspiel. Und der Rest der Karten kann weg. So, mit diesen 8 Karten funktioniert der ganze Trick. So, das sind 8 Karten. Die darf sich der Zuschauer auch gerne angucken. Ich kann sie euch auch in die Hand geben. Ihr könnt prüfen, ob das ganz normale Karten sind. Das sind wirklich stinknormale 8 Karten. Damit funktioniert der Trick. Ihr als Zuschauer dürft die Karten auch mischen. Das mache ich jetzt mal für euch. Und jetzt zieht der Zuschauer eine Karte. Sagen wir mal, es ist die hier. Das ist die Kreuz 9. Ich als Zauberer weiß es natürlich eigentlich nicht, aber jetzt fürs Vorführen muss ich es natürlich wissen. Die Karte stecke ich jetzt in die Mitte des Rests der Karten. Und jetzt mische ich, indem ich mir einfach von oben Karten runternehme. Und jetzt nehme ich mir 4 Karten von oben, drehe sie um und lege sie auf die anderen 4 Karten. Heißt, die Hälfte des Decks guckt jetzt nach oben. Was ich jetzt mache ist, ich nehme von oben 4 Karten runter. Und ihr müsst mir nachher sagen, in welchem der beiden Stapel eure Karte war. So. Die Kreuz 9 war jetzt in diesem Stapel hier. Das heißt, ich gebe euch diesen Stapel Karten. Den habt ihr jetzt in der Hand. Und ihr dürft da jetzt eure Hand drauflegen. Oder ich benutze jetzt... Mein Handy benutze ich jetzt. So. Da habt ihr jetzt eure Hand drauf. Was ich jetzt mit diesen 4 Karten hier mache ist... Schauen wir uns erstmal an, welche 4 Karten wir haben. Wir haben Pik 10, Pik 9, Karo 10, Pik Bube. Erkennt man das so besser? So, die 4 Karten haben wir. Und wie wär's, wenn ich die Karten jetzt hier hinlegen würde und mir hieraus die Zuschauerkarte nehme und sie hier reinstecke? Das habe ich jetzt gemacht und... Wir sehen, hier befinden sich nur 3 Karten. Das war jetzt der schlechteste Zaubermove, den die Menschheit je gesehen hat. Egal. Hier befinden sich nur 3 Karten. 1, 2, 3. Und hier befindet sich in die Mitte die Zuschauerkarte. Jo, das war der Trick. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Ich hoffe, er ist mir jetzt gelungen. Ich habe den jetzt zur Sicherheit 2-mal gemacht und das, was im Endeffekt besser war, habe ich jetzt ins Video reingenommen. Bei diesem Trick gibt es an einer bestimmten Stelle einen ganz besonderen Move. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht versaut. Falls das gerade gut genug performt war und euch das jetzt verblüfft hat, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, da weiß ich Bescheid. Und falls es richtig schlecht performt war, könnt ihr ja schon mal Lösungsvorschläge in die Kommentare schreiben und sagen, ja, an der Stelle habe ich voll gefailt und das geht so und so. Also wie gesagt, Lösungsvorschläge in die Kommentare. Das Auflösungsvideo kommt in 3 Tagen, so Mittwoch, Donnerstag. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich riesig freuen über einen Daumen hoch. Wenn euch das nicht gefallen hat, Daumen runter, dann weiß ich Bescheid, kann mich verbessern. Falls ihr mehr solcher Tricks sehen wollt, könnt ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Ihr könnt auch abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos und vor allem das Auflösungsvideo nicht. Klickt euch hier rein für meinen letzten Trick. Klickt euch hier rein für mein letztes Musikvideo. Hier oben könnt ihr zu meinem Album kommen, beziehungsweise zu einem Video, das eine kleine Zusammenfassung darstellt. Und ich sage tschüss, bis zur Auflösung. Falls sie schon online ist, war sie ganz am Anfang vom Video schon eingeblendet. Eine Anmerkung und Link in der Beschreibung. Bis dahin, ciao. Karten dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.